Als Ärztin ist es für mich mein erster Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen in einem Krisengebiet. Definitiv keine einfache Zeit. Am meisten bewegt mich dabei das Schicksal der Kinder im Krieg. Eine ganze Generation hier im Irak wird ihrer Kindheit beraubt. Sie kommen zum Teil schwer verletzt zu uns und sind traumatisiert, liegen dann apathisch im Bett und zeigen keine Emotionen, kein Lachen und auch kein Weinen. Die 6-jährige Esra spielte im Garten, als sie durch die Explosion einer Mörserbombe schwer verletzt wurde. Ihre offene Unterschenkelfraktur entzündete sich lebensbedrohlich. Wir haben sie 22 Tage bei uns im Krankenhaus behandelt und sie war bald der Sonnenschein der ganzen Station. Täglich musste sie schmerzhafte Verbandswechsel über sich ergehen lassen. Mich hat beeindruckt, wie tapfer sie dabei war. Bald wollte sie sogar mithelfen und hat dann fortan ihren Verband immer selber geöffnet. Mit großem Stolz, was sie schon alles selber kann. Einen dieser Momente habe ich mit meinem Handy festgehalten. This is so great, huh? Mein Einsatz hat mir gezeigt, wie wichtig unsere Hilfe für Menschen und vor allem für Kinder in weltweiten Krisen und Kriegsgebieten ist. Bitte spenden Sie jetzt für Ärzte ohne Grenzen, um unsere Hilfe in rund 70 Ländern weltweit fortzuführen.